Ja, herzlich willkommen und ich möchte mich heute einem neuen Beitrag widmen, und zwar der Kalligraphie, das heißt der Kunst des Schreibens oder vielmehr der Schriftmalerei. Warum? Ja, vielleicht ist man mal auf dem Mittelaltermarkt, möchte ein Schreiben verfassen oder Leute einladen, Urkunden verfassen, dass es alles so ein bisschen mittelalterliche Ambiente hat. Und da gab es hier die erste Handschrift, die festgelegt wurde, ja fast genormt wurde, das war die karolingische Minuskel, die Karl der Große damals so entwickeln lassen hat. Und da ist auch vorgegeben, oder vor, was heißt angeleitet, wie man die Buchstaben zu malen hat. Es wurden auch ganze Bücher damit gefüllt. Hier so mittelalterliche Schmuckinitialien, die man auch malen kann. Diese Schriftenmalereien, die Schreiber waren ja ganz früher einfach in den Klöstern, das waren die Mönche, die in ihrem Skriptorium ganze Bücher kopiert per Hand geschrieben haben, mit wundervollen Malereien ausgeschmückt. Das geht so weit, das möchte ich hier nicht machen. Einfach nur mal einen kleinen Einstieg in die Schriftmalerei, in die Kalligraphie. Ja, als wichtigstes die Tinte. Die brauchen wir da, ganz normale handelsübliche Tinte. Ihr könnt da in verschiedenen Farben euch auswählen. Wenn ihr verschiedene Buchstabengrößen auch oder die Anfangsbuchstaben anders kolorieren möchtet. Beginnen erste Schreibübungen gerne einfach mit einem Bleistift. Ich habe hier so einen interessanten Holzbleistift, der macht das Ganze ein bisschen ambientig. Und es bietet sich an kariertes Papier, denn durch das Karomuster ist ein Raster vorgegeben, dass man die Größen leichter hinkriegt. Später reicht es, wenn man sich weißes Papier ganz fein mit Bleistift so ein paar Hilfslinien drauf, die kann man nachher prima wegradieren. Ja, und dann das Wichtigste, das Schreibwerkzeug. Es gibt solche Glasfedern, möchte ich mal sagen, Glasschreiber. Die machen ein sehr schönes Schriftbild. Wir werden das gleich sehen. Und dann natürlich so die verschiedenen kalligraphischen Federn. Das an dieser Feinschatten einen ganz dünnen Strich macht, sieht sehr schön aus, aber schreibt relativ schlecht, nehme ich nicht so gerne. Genauso wie dieses Teil, macht auch einen sehr feinen, dünnen Strich. Auch nicht mein Ding. Ich bevorzuge diese schlichte, einfache kalligraphische Feder, so ein Stahlfederchen ist das hier vorne. Die macht einen schönen Strich und ein schönes Schriftbild, und das werde ich euch gleich zeigen. Ja, wie ich es schon gesagt hatte, zuerst der Bleistift. Hier sieht man nochmal, wie die Anleitungen sind dazu, zu den Buchstaben malen. Das O, erst so den Strich rum. Das C mit so einem kleinen Haken oben dran. Das E aus zwei Strichen. Und das D mal als Beispiel. Wie gesagt, Bleistift, die einfache Variante zum Üben. Hier zeige ich mal kurz diese ganz dünne Feder. Das ist also wirklich, keine Ahnung, warum ich die gekauft habe. Das gleiche nochmal da unten drunter. Macht die gerade einen sehr feinen Strich. Gleichermaßen wie die andere, der ist eigentlich noch feiner, dieser Strich. Aber auch das möchte ich euch gern mal zeigen. Also das Schriftbild hierbei ist sehr fein. Und ja, wie gesagt, mit dieser Feder wird es breiter, wird es für meine Begriffe schöner. Aber das mag jeder selbst entscheiden, weil hier sieht man diese Linien, wie sie breiter und dünner werden. Das kommt hier sehr schön zum Sehen. So. Und noch lieber benutze ich diese Glasfeder. Ein ganz wunderschönes Teil ist das. Auch das mal kurz zeigen. Also da kommt es für meine Verhältnisse richtig schön rüber, das Schriftbild, wenn er jetzt malt. So, das war, wie gesagt, ein kleiner Einstieg in die Kalligraphie. Ich hoffe, ich konnte euch eine Anregung geben. Wenn es gefallen hat,
Daumen hoch und Abo dalassen. Wenn ihr Anregungen, Ideen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Ich bin da auch noch Anfänger, aber es wird. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.